genau gewusst, was mit uns ist, und man hat mit aller Gewalt verhindert, dass wir das mit dem Terror in der Welt sagen, und hat dann auch die Bilder rausgeklaut. Und auch das ist für uns, ne? Weil auch das, dafür hat man natürlich elektrische Maschinen, aber es quietscht besser und hat so die Frequenz. Und vielleicht haben wir dann das Problem, dass wir wieder Hypnosefallwaffe besonders stark vergiftet werden. Ne? Das, sowas ist kein Zufall. Das denkt man sich aus. Ne? Und man macht hier draußen angeblich an diese kleine Absperrung, an diesen kleinen Garten da. Und das macht man natürlich nach dem Winter und nicht jetzt. Da gibt es keine schönen Tage mehr im November und da setzt man sich natürlich auch draußen mit hin, weil zu kalt ist genauso. Weht hier auch immer der Wind und niemand steht hier unter und telefoniert. Auch das ist nur für uns was total stark nachgelassen hat. Also sie machen es immer noch, um zu provozieren und alles andere. Also das geht dann nur weiter. Und deshalb ist es auch so, das ist ja auch das Recht der Stärke und hier kann ja eigentlich keiner was. Und selbstverständlich steht mir das Recht zu, machen wir sogar lang, bis sie dann auch einen Knacks haben, der Nadel. Weil sie schädigen unsere Körper so stark, da es bleibt natürlich was. So, man freut sich natürlich, dass man jetzt ablenkt von Mecklenburg-Vorpommern und von dem Osten, wie da alle DDR-Bürger doch schon gequält werden, Nadel. Man ist hier regellos und hemmungslos vorgegangen. Deshalb möchte ich, dass diese Täter das auch erleben. So, wir haben ja auch schon gesagt, wenn man denn nicht will, dann können sie hier weiter spielen, werden sie uns in Ruhe lassen und endlich alles übergeben. Das ist doch denn nicht unser Problem hier. Ne? Unser Problem ist, dass wir die Stasi alles kriegen, dass wir die Täter hier alle kriegen, die gegen uns gearbeitet haben. Und wenn alles andere hier so gerne so weiterleben möchte, in diesem korrupten Kapitalismus in der BRD, dann soll das eben so bleiben. Das ist nicht unser Problem. So, man wertete unsere Statements des Nachts und davor sofort aus, weil wir sie hier drin machen mussten. Wir wollten gestern weiter draußen noch Statements machen, aber wir mussten aber wieder rein, weil die Vergiftung waren so doll und dann mussten wir wieder auf Toilette und dann sind wir lieber schnell nach Hause gegangen. Wir haben uns versucht, noch viel zu bewegen. Aber wir müssen unser Statement hier drin machen. Sie werten sich sofort aus und wissen Bescheid. Und das ist unglaublich. So, und man lässt uns hier auch einfach weiter frei rumlaufen. Und natürlich werden unsere Hirnschienen immer größer, wir vergessen immer mehr, was bleiben wird und was man auch will. Und wo man sich auch besonders schon 2011 nochmal besonders gefreut hat, ne, Nadi? Das haben sie dann auch mitbekommen. Und wie gesagt, hier sind auch Antikampfgase werden eingesetzt, die wir gar nicht zuordnen können. Und überall wird wahrscheinlich stehen, dass wir keinerlei Vergiftung haben im Körper. Und Heroin aber und alles andere, ne? Weil das müssen wir einfach immer einatmen. Damit haben sie uns, sie mussten das ja nehmen, und haben sie uns auch gezwungen, das immer zu leben. Ich möchte nochmal sagen, ich habe bewusst nie Medikamente angenommen, regelmäßig, auch jetzt nicht. Ne? Und wir nehmen keinerlei Medikamente an. Zurzeit, keinerlei. Mussten dann auch verzichten mit dem Klimonorm, weil wir merkten, dass man die einfach ausgetauscht hat, meine Frau der Enkel Zügepharmaka gekriegt hat, ne? Was sie dann direkt angenommen hat. Ne? Ich möchte auch nochmal sagen, meine Frau musste dann verzichten auf Kaffee trinken. Sie war kein starker Kaffeetrinker und alles andere, auf Kakao trinken und so mussten wir alles verzichten, weil sie haben da einfach was im Kakaopulver reingehört. Sie wollten es besonders einfach haben, haben mich dadurch auch erinnert. Möchte nochmal sagen, haben in der Wasserleitung bestimmte Mischungen mal reingemacht, ne? Was wir seit 2005 erkannt haben. Ne? Auch das ist raus, auch das ist jetzt viel, viel sauberer, das Wasser. Können aber nicht ausschließen, dass es auch immer wieder reinhauen. Wir haben keine Leitwerksbewegung. Wenn wir nicht einschätzen, sind wir da sehr vorsichtig damit. Ne? Aber auch das hat man einfach gemacht, damit die Menschen auch immer Bescheid wissen. Ne? Und hier tut man eben schön dumm, weil wir haben riesigste Probleme. Ne? Wir können auch nicht raus und auch nicht weg. Aber wir wollten auch noch mal um Hilfe bitten, Herr Nadel. Weil wir müssen jetzt rumbetteln, dass wir irgendwo Essen kriegen und so. Und das hat man gut hingekriegt, weil wir können keine wärmere Kleidung kaufen. Also können wir dann auch nicht so lange draußen bleiben. Man hat aufgepasst, dass wir schön dick werden. Und es ist ja vorher alles gesagt. Und man freut sich hier riesig dann.
über wie wir aussehen. Ne? So, was man mit uns hier in dieser Stadt gemacht hat. Und das ist eben das besonders Schlimme und Brutale. Man wusste es einfach von Anfang an. Und es war denen total egal. Okay, wenn man denn nun neidisch ist, dass wir nun reich sind und dass wir so viel haben. Und wenn man den Adel dann eben nicht mag, na, das wussten wir von Anfang an nicht. Ne? Aber wenn man denn das wenn weggeht, was wir erzählt haben, diese Gräueltaten der Stasi gegen uns und gegen die anderen alle, ne? Die darunter gelitten haben, wenn man darüber hinwegsieht und auch über um den Terror hinwegsieht und dann auch hinwegsieht, was hier passiert in den Behörden. Natürlich haben wir uns immer sofort beschwert über Bärtchenkonsorten, ne? Ja. Aber natürlich gibt es dann immer gleich einen und wir haben uns immer gewundert, extrem wütender wurden sie immer, ne? Und waren schön gezeichnet, aber ihm passierte nicht. Natürlich habe ich mich mit diesem Idioten nicht hingestellt. Möchte ich auch sagen, sollte jedem klar sein, sonst wären wir nicht so weit gekommen. Das wollten sie doch. Das wollten sie uns beeindrucken, wenn sie rumschreien. Ja, dann werde ich nur wütender und dann unterhalte ich mich mit dem Idioten doch gar nicht. Aber wenn wir jetzt gezwungen werden, in die Gerichte zu kommen, dann werde ich da sehr laut werden, weil sie betrügen und das sollen alle hören, dann habe ich. Also lassen Sie es und nehmen unsere Mails an, wie Sie es mit anderen auch machen, ne, Nadi? Und wie Sie es auch die ganzen Jahre jetzt mit uns gemacht haben. Weil Sie ja wussten, dass es nicht anders ist. Und weil Sie gar kein Interesse hatten, dass wir da was kriegen. Im Postfach, ne? Oder im Briefkasten. Wie Sie jetzt auch wieder kein Interesse haben, sonst würden Sie es nicht machen. Ne? Also wir möchten nochmal der Welt sagen, ich weiß nicht, wie lange es denn noch dauert. Also werden die anrufen müssen, wenn Postfach frei gewesen wäre, hätten wir gleich ein, zwei Tage angekriegt. Ne? So, den Anruf können wir uns nicht leisten, weil das ist ein teurer Anruf. Und das Postfach kostet 15 Euro, können wir uns nicht leisten. Wir haben das Geld nicht. So einfach ist es denn wieder. Und das sollte der letzte Beweis sein, dass man gar kein Interesse hat, dass wir hier einen funktionierenden Briefkasten haben. So, und wie stark da jetzt auch das Ordnungsamt drin verwickelt ist, das wissen wir noch gar nicht mehr. Das hat ja auch hier viele hoheitliche Aufgaben. Und viele Durchsetzungssachen und da ist ja auch einiges und die haben sich ja total rausgehalten und total blöd getan. Und er ist gar nicht geantwortet, ne? Den hast du nochmal geschrieben, den haben sich ja herabgelassen, überhaupt mal zu antworten. Ne? Ja. So und wie uns denn auch das Polizeirevier Höchst da wieder dumm anmachen musste und sehr beleidigend waren, ne? Dass wenn wir da Drogen nehmen, da hinten bei den Kindern und so. Was uns denn. Wissen Sie, das ist uns auch immer sehr peinlich, wenn Sie die Bilder sehen, wie wir da oben hängen. Total zu, ne? Total voll, ne? Und wussten nicht, was das ist da alles. Ne? Und haben das, jeder wusste das und immer wieder habe ich gesagt, Neuroleptika kriegen wir. Ne? Wir werden, Drogen wussten wir nicht genau, aber haben wir schon gesagt, weil das waren doch irgendwelche Drogen. Ne? Auch das haben wir immer gesagt. Und Bestrahlung unserer Hirne und Verstrahlung unserer Hirne. Hab da ja alle meine Haare verloren und dann nie wieder. Und meine Frau ist extra Igel geschnitten. Einfach im Friseur. Konnte man gar nicht so schnell was sagen. Zack, zack, na, wir waren ja unter Hypnose. Also ganz kurz, nur noch 3 mm Stoppeln. Und alle fanden es sehr toll und wollten das dann auch so machen. Dann hatte ich. Das hat man nur gemacht, damit meine Frau auch mal schön bestrahlen konnte. Und damit sie dann nicht merkt, dass sie so doll bestrahlt wird. Ne? Und bei einer Frau fällt das natürlich auf, wenn sie keine Ahnung hat. So, den hat man uns hier unwahrscheinlich durch den Mangel genommen und da waren wir auch nicht woanders. Das hat man hier einfach gemacht und diese Ärzte sind hier alle so korrupt und das ist denen so scheißegal, was mit dem Patienten bekommt. Und dumm sind sie. Mein Gott, ist das schlimm. Mein Gott, ist das schlimm. Und man verhindert hier alles. Man verhindert hier, dass wir alle Namen kriegen von denen aus dem Haus. Die ziehen nicht aus. Das ist eine potenzielle Gefahr für uns. Jedes Mal, wenn wir kommen und gehen hier, das ist eine potenzielle Gefahr. Natürlich kriegt das gar keiner mit, wenn sie hier zuschlagen. Natürlich haben sie wieder schon total doof getan. Also der Mörder oben und Schläger, der musste andauernd im Mund stehen. Und die Bengels, die standen auch wieder und so und so weiter. Und auch alle anderen Sachen, was immer passiert. Und dann nutzen sie jetzt auch immer hauptsächlich den Tunnel und beäugen uns, wenn wir ankommen. So, und gestern habe ich es dann auch sofort gleich gefilmt. Haben sie nicht mitgerechnet, der war besonders frech. Ne? Also wie gesagt, der blendete schon immer mit blauem Licht. Mit blauem Licht muss auch irgendwas sein. Blendete uns richtig an. Das war zu hoch eingestellt, der Fahrradscheinwerfer.
haben sie natürlich genau vorher eingestellt, damit man schön in den Menschen blendet, ne? Und uns. So, das habe ich schon gesehen, aber ich habe natürlich nicht gesehen, dass er noch Essen in der Hand hatte. Und dann hat er wieder bei uns dann vorbeigeführt, so getan, als wenn er isst. Na, ich habe es kurz aufgenommen, diese Quelle, damit sie es auch mal sehen. Also, das macht man natürlich hier nicht in Deutschland, der Nadel. Weil er hat doch nur zwei Hände, mit dem einen Hand muss der Fahrrad schieben, mit dem anderen eben das Essen, essen. So, und das Essen ist natürlich auch bei der Kälte und dem Wind gestern so kalt. Also packt er das doch ein oder lässt sich's einpacken in der Tüte. So, man hat es natürlich für uns gemacht, weil man weiß, wir müssen im Moment holen. Das heißt, wir können immer nur einmal am Tag essen. Gestern haben wir leider zweimal gegessen und heute Nacht war es so sehr nass kalt. Ne? Deshalb haben wir uns lieber nochmal was Warmes gemacht. So, wir haben auch weiter ständig Stuhl und Harndrang, Magenkrämpfe, immer wieder Kopfschmerzen, alles. So, und alles andere möchte ich nicht sagen. Ne? Also ein Mittel ist immer so doll, da verkrampft man total, die Gesichtsmuskeln alles so doll. Wenn wir dann essen, haben wir totale Schwierigkeiten und so, ne? Und auch sowieso Genickstarre, ne? Und all sowas. Und dann sollte man schon genau wissen, was das ist. Aber das haben wir auch schon immer gehabt. Ne? Also das wird wahrscheinlich ein Narkotiker sein, ne? Und dann auch die Speiseröhre krampft und wir verschlucken uns dann auch und können dann nicht trinken. Hab's ja gemerkt, wie lange ich brauchte, für einen kleinen Schluck zu trinken. Da muss man ganz vorsichtig sein. Kann aber auch sein, dass es damit zu tun hat, hier, weil das ist ja ein Schmerzmittel und das legt natürlich auch, ne? Hier, das Heroin. Und wir wissen ja nicht, wann wir es kriegen und die Heroinsüchtigen trinken dann nicht. Da möchte ich auch mal sagen, dass die Heroinsüchtigen ja dann auch Probleme haben mit Entschuldigung, ja. Ja, ich sag da öfter schon gar nichts mehr dazu. Ich muss das laufen lassen. Ich würde das jetzt natürlich am liebsten unterbrechen. Bei mir ist das auch peinlich, ne? Wenn man sich blamieren muss in der Welt, aber es ist unsere einzige Beweise. Weil dadurch, dass das ja auch lähmend wirkt und so, ist die Darmtätigkeit, also auch die Mastdarmtätigkeit und Enddarmtätigkeit nicht so doll. Und dann haben sie Stuhlprobleme. Ne? Also, dann können sie nicht auf Toilette gehen. Die Heroinsüchtigung. Deshalb vermute ich, dass auch mit der Speiseröhre alles so ist. Ja, und dann natürlich Ohrreißen, Ohrschmerzen doll. Also die ganzen Gesichtsmuskeln kann ich richtig bewegen, deshalb rede ich so. Ich habe im Moment keinerlei Bonbon drin oder so irgendwas. Ne? Also so unhöflich bin ich nicht. Ich nehme nur zu größten Notbonbons und entschuldige mich dann auch kurz. Und auch dieses Pfeifen und so, das kann ich dann alles nicht so richtig bewegen. Der einzige Vorteil möchte ich auch mal anderen sagen, mein Zahn scheint immer fester zu werden. Also er wackelte schon total zur Seite. Also haben, wenn ich denn damals war, ich dachte, ich bin nur Sanitäter, also alle, die sich denn da beim Fußball oder Handball oder die dann noch mal einen gekriegt haben, haben das einfach falsch gemacht. Also ich habe wirklich denn meinen Mund immer hoch gemacht, so als wenn man denn so Sprotten isst und so, ne? So, oder auch hier Matthias und so, ne? So hochgemacht habe, alles reinfallen lassen. Habe Zeugen von der Polizei, ne? Hat sich doll geregnet, hatten so einen Hunger, so einen Drogenhunger damals, ne? Haben gesagt, ist egal, esse ich mal, beiß ich mal ab. Dann hab ich. Und natürlich, natürlich gucken die rein in eine Straßenbahnhaltestelle. Ne? Also es hat so doll geregnet, da kam keiner mehr, da hatten wir Ruhe, ne? Und dann meinte, natürlich müssen sie reingucken, ob da Penner sind, ne? Haben sie natürlich erschrocken, dass der Dicke da gerade seinen Essen schluckt und so komisch, ne? Also es ist wirklich so, also Uwe, es hat nicht geklappt. Ja, er wackelt natürlich noch, also natürlich ist das immer noch locker nachweisbar, wenn man will, ne? Ich bin auch kein Pferd und lass mich da nicht mehr anfassen. Sie sollten hören, dass es wirklich so ist, ne? Und den Bodycheck habe ich fotografiert und hochgeladen. Ne? Den gebe ich auch nicht raus, ne? Also, ich will nur Uwe Mamiro haben. So, aber das ist der einzige Vorteil, also zur Seite wackelt er nicht mehr, es ist unglaublich, ne? Er war tot, eigentlich hätte ich ihn zack einfach so abziehen können, ne? Also der ist irgendwie da wieder zusammengewachsen, wusste ich auch nicht und hätte nicht gedacht, dass nicht geht, hätte nicht gedacht, dass das geht, so, ne? Verzeihen Sie mir. Und habe eben mitbekommen am Selbstversuch, ne? Zur Not, er ist wieder reingewachsen, er ist natürlich schief, er ist nicht gerade, aber ist wieder drin. Darf ihn aber noch nicht so doll belasten, aber
kaue natürlich auch immer ein bisschen drauf. Und nehme auch manchmal, wenn andere das haben, auch extra ein Kaugummi, weil es dann eher fester war, dass ich immer genau an dieser Stelle kaue. Ne? Weil er muss merken, dass er gebraucht wird. Der Körper muss merken, dass dieser Zahn gebraucht wird und dass er arbeitet. Ja, und dass der Körper dann gefährlich, so sage ich mal, das dem Laien, natürlich ist es ganz anders, gefährlich zusieht, dass er dann wieder anwächst. Was da mal hingehörte, das ist ja mein eigener Zahn. So, die anderen Zähne, ja, vermute ich jetzt ganz stark, dass ich die über 5 Zahn ansetzen verloren habe. Also, sie waren immer nicht ganz rausgebrochen, sondern immer nur teilweise angeschlagen zur Hälfte. Einige total rausgebrochen und so, ja, und wenn ich dann unter Bloß bin, dann natürlich aufgebrochen. Ja. Gut. Ui, jetzt muss ich erstmal unterbrechen.